Ist das nicht wunderschön? Diese richtig alte Musik. Nein, ich finde das eigentlich richtig schrecklich. Willkommen zu Cuphead auf der PlayStation 4. Das Spiel ist schon... Okay, ich muss eine Taste drücken. Es geht mir hart auf den Sack. Und es geht einfach weiter, ja moin. Grafik? Farbverlauf? Okay. Das Spiel gibt es schon eine ganze Weile. Ich glaube jetzt schon 2 Jahre oder so. Oder vielleicht sogar noch länger. Boah, ich weiß es gar nicht. Das kam für die Xbox und für den PC raus. Irgendwann, ich glaube dieses Jahr kam es irgendwann für die Switch raus oder letztes Jahr noch. Und jetzt ist es als letztes auf der PlayStation 4 erschienen und zwar genau am gestrigen Tag. Wo das Video jetzt kommt. Und ich habe mir das Spiel immer schon, ich sage jetzt mal gewünscht, also auf der PS4 zum Spielen. Hab mir überlegt, es ist für die Switch zu holen, weil ich ja eine Switch habe, aber jetzt ist es für die PS4 da und ich bin froh, dass ich gewartet habe. Nee, ich nehme Rot. Der sieht mir viel zu... Nee. Richtig. Cuphead ist ein sehr, sehr schwieriges Jump'n'Run, bestehend aus eigentlich mehr oder weniger nur Bosskämpfen. Es gibt auch ein paar Level. Und es ist sehr, sehr schwer. So, es war einmal ein magischer Ort... Die Tintenfassinsel genannt. Okay. Dort lebten 2 Brüder, Tassilo und Podkop. Sie führten ein sorgenfreies Leben unter der wachsamen Aufsicht des weisen Opa Kessel. Eines Tages streiften die beiden Jungen weit von zu Hause entfernt umher. Sie landeten trotz der vielen Warnungen von Opa Kessel in einem Armenviertel und betraten das Teufelscasino. Darin hatten sie schon kurz darauf eine Glückssträhne am Würfeltisch. Mein lieber Scholli, rief da der schmierige Manager des Casinos, König Würfel. Ah ja, das ist glaube ich der Endboss gewesen. Die beiden können einfach nicht verlieren. Netter Lauf, Jungs, lachte da ein Neuankömmling. Den Brüdern verschlug es den Atem. Es war der Casinobesitzer, der Teufel ist persönlich. Ah, es ist gerade spät. Ich wundere, warum ich... Gähne. Ich glaube, der Teufel war der Endboss. Wollen wir den Einsatz erhöhen? Schlug er mit einem breiten Grinsen vor. Wenn ihr noch einmal gewinnt, kriegt ihr die Bank, dröhnt der Teufel. Aber wenn ihr verliert, bekomme ich eure Seelen. Einverstanden? Geblendet von der Aussicht auf leicht verdientes Geld, nickte Tassilo und nahm sich die Würfel. Nein, Tassilo nicht, schrie Podkop auf, weil er die Gefahr erkannte, aber es war zu spät. Einsapasch, lachte der Teufel stampfend auf. Ihr habt verloren. Die Brüder zitterten vor Angst, als er sich über sie beugte. Nun zu euren Seelen. Die Brüder flehten um ihr Leben. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, dich zu bezahlen, stammelte Podkop. Ja, bitte, Mister, fügte Tassilo hinzu. Möglicherweise, kicherte der Teufel und zog ein Blatt Papier hervor. Hier ist eine Liste meiner flüchtigen Schuldner. Besorgt mir ihre Seelen, dann begnadige ich euch 2 Tässchen vielleicht. Macht euch auf die Socken, brüllte der Teufel und schmiss die Jungs raus. Ihr habt bis morgen um Mitternacht Zeit, die Seelen zu besorgen, ansonsten hole ich mir eure. Tassilo und Podkop hatten schreckliche Angst und rannten so schnell wie sie konnten davon. Komm schon, Potti, keuchte Tassilo. Wir müssen Opa Kessel finden. Er wird wissen, was er zu tun ist. Leute, die Sandtour. Also es ist alles so, ne, auf 60er Jahre angelehnt. Oh, es läuft sogar auf 60 FPS, das wusste ich nicht. Jetzt habt ihr 30. Da habt ihr Jungs euch ja einen schönen Schlamassel eingebrockt. Ich weiß, dass ihr keine Diener des Teufels werden wollt. Aber wenn ihr ablehnt, muss ich mal ganz kurz den Fernsehton ausmachen, weil der nervt. Weiß ich nicht, was mit euch geschehen wird. Ihr müsst erstmal mitspielen, besorgt die Verträge und macht euch auf echte Drecksarbeit gefasst. Eure Schuldnerfreunde werden euch nicht gerade wohlgesonnen sein. Wahrscheinlich verwandeln sie sich sogar in schreckliche Bestien. Nehmt diesen Trank, damit sie euch nicht erledigen. Er verleiht euch außergewöhnliche Zauberkräfte. Jetzt geht an meinen Schreibtisch und benutzt das mystische Tintenfass. Macht euch auf eine Rauferei gefasst. Da? Einführung muss ich glaube ich nicht machen. Man schießt halt ganz normal, das kenne ich halt auch noch. Also, ich habe das ja schon mal gesehen. Ah, das ist dieses komische Parierenartige. Ja, okay, gut, wir beenden mal. Ich weiß auch nicht, soll ich daraus eine ganze Reihe machen? Soll ich das Spiel komplett durchspielen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das wollt ihr doch sehen. So, gibt's auch eine Overmap? Anscheinend nicht. So, also das hier ist die Overmap an sich.
Und das hier ist zum Beispiel eines der Level. Glaube ich, oder? Hallo Leute, ihr sitzt in der Patsche, was? Oh Gott, oh oh. Ich war früher genauso, hab mir immer Ärger aufgehalst. Bin gerannt, gesprungen, hab geballert, aber inzwischen gehe ich lieber einfach nur ins Kino. Aber ich werde euch helfen, nehmt das hier. Münzen, okay. Nee, stimmt. Das war noch gar kein Level. Die Level sind entweder das hier ist ein Level und das hier sind Level, ne? Genau. So, hier ist ein Shop. Schwarzes Laden. Betreten wir mal. Yo, welcome. Chaos Orbit. Oh, wir können sogar schon was kaufen. Rauchbombe, was? Unsichtbares Sprinten. Du erleidest beim Sprinten keinen Schaden. Tolle Verteidigungsmanöver. Zusätzlicher Trefferpunkt. Auf Kosten einer Angriffskraft gibt es einen zusätzlichen. Auf Kosten meiner Angriffskraft gibt es einen zusätzlichen Lebenspunkt. Na. Das ist halt immer das Ding. Egal bei welchem Videospiel, wenn man immer sowas hat wie, ja, du kriegst mehr Leben, aber deine Angriffskraft schwindet, man muss immer darüber nachdenken, will man wirklich mehr Leben haben, um die Angriffskraft zu verringern? Die Angriffskraft ist dafür da, um das Spiel zu gewinnen. Die Leben kann man, kann es rein theoretisch auch mit einem Herz schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, also mehr Angriffskraft ist eigentlich mehr der Sieg, sehe ich so. So, das hier interessiert uns dann noch nicht, oder? Rückwärts 10 für maximale Reichweite, okay. Ich habe übrigens nicht geguckt, ob es eine Platin-Trophäe gibt, aber ich denke mal schon. Kein Ziel erforderlich, okay. Klingt auch interessant. Die Rauchbombe klingt tatsächlich sehr gut. Oh, P-Zucker, automatisches Parieren. Die erste Parade erfolgt automatisch, du musst dazu nur springen. Oh, auch nicht schlecht. Dieses Parieren wird noch später sehr wichtig sein, soweit ich das noch weiß. Um Einkäufe zu benutzen, muss man sie ausrüsten. Seht eure Ausrüstungskarten nach, ihr Penner. Ah ja, Boine, wird man gleich beleidigt. So. Ach, guck mal, es gibt 6 Angriffe. Da ist es. 6 Amulette und 3 Super und eine Liste. Ach, guck mal, 3 Welten, okay. Fangen wir mal hiermit an, würde ich mal sagen. Weit tollerei. Da gibt es 5 Münzen, Sprinten und Ballern. Das ist also kein Bosskampflevel. Es gibt sehr viele Bosskämpfe und auch sehr, sehr schwierige. Here goes. Wie sprintet man denn überhaupt? Ah! Ah ja! Okay, also manche. Oh Gott, da ich ja eigentlich ein Jump'n'Run-Freund bin, dürfte das Spiel. Oh Gott. Oh fuck. Ah, man kann sie auch bücken. Da, das meine ich. Die lilanen Sachen, die kann man halt parieren. Ey, ich hab doch. Ich hab doch pariert. Oh, man muss noch einmal treffen, okay. Richtig. Wow. Nein, ich dass das Blau wieder lebt. Ja, das lebt wieder, war klar. Weg hier. Oh, shit. Ich habe gedacht, ich habe einen Doppelsprung gemacht. Nee, erneut versuchen, klar. Das Spiel ist aber sehr leise, ne? Oder? Oh, wo es geht, glaube ich sogar. Ich mach das mal ein bisschen lauter. Es ist volle Kanne. Da muss ich mal ganz kurz. Ha, volle Tasse voraus. Mal ganz kurz hier auf der Gato lauter machen. Nicht wundern, es ist jetzt lauter. Hatte ich die Münze gar nicht eingesammelt oder? Oh, fuck! Sorry. Ey, aber. Das gibt's doch nicht. Das ist ein Scherz. Ich wollte gerade sagen, ey. Wir haben noch ein Leben. Ach! Das ist ein Witz, ey. Wirklich, das ist ein Witz. Man kriegt den jetzt auf einmal so aufs Maul. Ja, moin. Trimix hier. Oh, shit, ey.
Warum kann ich den Pilz noch nicht killen? Was ist denn das, ey? Ich muss einfach die leeren Dinger irgendwie machen. Ich weiß auch nicht warum. Okay, gut, dann lasse ich jetzt mal. Ah, das geht auch. Oh Gott, das war knapp. Oh Gott! Oh! Ja, weg damit. Ja, ja, warte mal, wie war Dreieck? Stehe. Ha! Jetzt verstehe ich das mit dem Ausweichen noch erst. Oh Gott, was ist das denn? Ja, gut, okay. War jetzt nicht so. Oh mein Gott, ey! Shit! Oh, hab ich's geschafft? Ah, das war's, okay. Habe ich auch alle Münzen gesammelt? Ich hoffe mal schon. Müsste ja eigentlich, ne? Es gibt Trophäen. Perfektes Ergebnis anscheinend. Nice. Aber ich werde jetzt noch ein Level machen, damit wir mal sehen, wie Bosskämpfe so funktionieren. Das hier müsste nämlich eigentlich ein Bosskampf sein. Oh. Geht doch vielleicht nur auf normal. Tückischer Schleim. Ich mache natürlich auf normal. Auf leicht spiele ich nie. Au. What the hell? Okay, muss ja den Bosskampf erstmal ein bisschen studieren. Oh, fuck. Okay, und es gibt immer drei Phasen oder so. Er nimmt einfach seinen Hut ab. Ey, du solltest springen, du Arsch. Ey, wieso kann ich das denn nicht ausweichen, sag mal. Also der ist ja sowas von unregelmäßig im, Ja gut, okay. Was macht er denn jetzt? Okay, verstehe. Was soll ich denn da... Wie soll ich denn da ausweichen jetzt mal? Really for real halt. Ey, wie soll ich das machen? Oh! Ey, wie soll ich denn da ausweichen? Oh, ich soll mich ducken, wa? Ich soll mich ducken, oder? Oh nein. Really? Oh nein. Und was habe ich doch auch gerade gemacht? Ich kann also auch anscheinend so einen Superangriff machen. Das wusste ich jetzt noch nicht. Ja, ah, ich soll mich da wahrscheinlich ducken. Okay, machen wir es jetzt flawless hier. Also, was ist flawless? Aber au! Was war's mit flawless? Bam! Bam! Jetzt aus dem Maul! Oh, Scheiße. Ja, okay. Oh Gott! Oh Gott!
Oh Gott, da passiert doch was! Was passiert jetzt? Was soll ich denn machen? Ah, ich muss das Gesicht treffen oder was? Komm, jetzt geh drauf. Ja, geht doch rein, meine Güte. Oh mein Gott, ey. Puh. Ja, die Bosskämpfe sind sehr anstrengend. Diese drei Phasen. Ja, TP-Bonus habe ich nur einen, was soll's. Den kann man parieren? Hä? Bei welchen Angriffen kann man den denn bitte parieren? Durch den Boxhandschuh, oder? Okay. Da haben wir den ersten Vertrag. Aber egal, ich werde auf jeden Fall mal schauen, ob ihr wollt, dass ich das als Serie weitermache. Wie gesagt, das hier ist auf der PS4. Bedeutet, ihr könnt es euch jetzt kaufen. Es kostet 20 Euro. Und ja, ich finde es halt mega. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist sehr, sehr ja, nervenzerreißend, sage ich mal. Und ich bin mal gespannt, was es so für Trophäen gibt. Da gucke ich euch auf jeden Fall mal nach. Haut drin, wir sehen uns eventuell bis zur nächsten Folge von Cuphead auf der PS4. Haut rein und tschüss.